geht's nun weiter mit dem zweiten Teil des Minecraft Hardcore Let's Plays. Da ich das mit den 50 Abos geschrieben habe, hat natürlich jetzt wieder einen Abonnent verloren. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund auch immer. Da haben wir jetzt nur noch 49 Abonnenten. Hier soll ein Gehege entstehen, wo ich Schweine züchte. Also mein Part zum ersten Mal sieht hier. Hier habe ich auch schon direkt mal was angebaut. Kann ich schon mal ein bisschen erweitern hier. Dass ich das auf 4x4 erweitert habe. Muss natürlich das hier komplett zumachen. Damit dann keine Monster erscheinen und spawnen können. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut hier. Ich weiß auch nicht, warum der immer lauter kommt. Und jetzt nochmal ein 64er. Weg. Euch. Das ist ja 1, 2, 3, 4. Das ist also. Weiter kann ich das erstmal auch nicht erweitern. Ich will auch nicht runterfallen und mich verletzen. Obwohl bei voller Hungerleiste würde es nichts ausmachen, wenn man sich da verletzt. Weil das ja sowieso nachheilt. Wenn man 9 oder mehr Hungerkeulen hat, also 9, 9,5 oder 10, heilt das automatisch nach. Und jetzt habe ich ja eine volle 10er Leiste, das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, das ist 1 zu 4 hier. Hier ist auch 1, 2, 3, 4. Und dann kann ich ja hier schon mal diese hier wieder weggraben. Damit ich hier auch so einen treppenartigen Zugang habe. Und schon wieder die Erde aufgebraucht. Da habe ich noch ein bisschen Erde um das Gehege weg. Weil das eigentlich noch relativ hier entspannt ist. Dieses Hardcore-Let's Play. Das ist ja mein erstes. Ich hätte sonst bestimmt ein neues gestartet, wenn ich jetzt relativ schnell durch Hunger gescheitert wäre. Also hätte ich bestimmt ein neues erstmal gemacht. Und ich muss jetzt mal natürlich die ausgegrabene Erde hier hinsetzen. Das heißt, wieder eine CPU-Beanspruchungsmeldung von meinem Aufnahmeprogramm Open Broadcaster Software. Aber ich habe irgendwie hingekriegt, dass jetzt hier ein bisschen stabiler läuft. Maximal habe ich auf eigentlich 30 Bilder pro Sekunde eingestellt hier. Nein, 120. Ich kann es aber auf 40 zum Beispiel maximieren. In Deutschland ist es nämlich wahrscheinlich ein bisschen flüssiger. Und deswegen habe ich das überhaupt mit dem Hardcore Let's Play gemacht, gegen 50 Abonnenten. Aber ich habe natürlich jetzt wieder einen Abonnenten weniger. Da hoffe ich mal, dass das wieder schnell ausgeglichen wird. 51. Abonnenten, weil bei 51 Abonnenten kommt nämlich wieder ein normaler Minecraft Let's Play Teil. Und bei normal, also weder Hardcore noch mit ganz viel Erz. Na, ich muss erstmal hier hacke. Das Schwein sollte erstmal runter. Zack. Hier sind aber immer noch genug Schweine dafür. Hier ist sogar noch Kohle. Da unten ist eine Höhle. Es ist Mittag. Da können wir Monster spawnen. In dem dunklen Gebiet da vorne. Das ist eine richtig schöne Welt, die ich hier erhalten habe. Hier ist auch noch ein bisschen, wo ich Samen bekommen könnte. Dass ich noch ein bisschen mehr Samen farmen hier. Die Schweine lasse ich hier in Ruhe. Die können hier jetzt mal weiterleben. Ich will die ja später auch züchten. Ich nehme dann sowieso noch ein bisschen mehr Nahrung kriege. Aber erst einmal muss ich genug Seeds dafür sammeln. Und die Spitzhacke aufbrauchen. Oh, jetzt läuft er natürlich genau drauf.
sollte nicht passieren, dass es hier direkt oben drauf läuft. 1, 2, 3, ich muss sowieso hier noch Erweiterung machen. Stein abbauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist das jetzt. Muss natürlich auch Erde rein, damit er. Damit ich erstmal die Nahrungsversorgung gesichert habe. Was er alles hier beackern. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4. Da sind jetzt 1, 2, 3, 4 auch. Da sind es nämlich auch 4. Und da sind es auch 4. 1, 2, 3, dann ist es so auch 4. Passt jetzt anscheinend genau. Und das wächst auch relativ gut voran hier. Da ist noch viel mehr Samen zu holen. Und da gibt es noch viel mehr Samen zu holen. Jetzt mal den ganzen Samen hier wieder holen. Das ist einfach fürs Hardcore-Modus, um das schnell erstmal das Schweineherz zu züchten. Und dafür brauche ich ja. Eigentlich brauche ich ja keine Weizen dafür. Ich brauche ja Karotten dafür, aber. Fällt mir gerade ein, dass ich dafür Karotten brauche, um Schweine zu züchten. Aber Karotten habe ich ja keine. Sieht man ja von Zombies, aber ich will ja erstmal nicht nachts draußen sein. Weil es ja Hardcore ist, weil wenn ich da einmal sterbe, ist die Welt weg. Die 16 Samen habe ich jetzt schon. 17. Es gibt jetzt 5 Samen hier, 20. Die Welt sieht dadurch auch ein bisschen reiner aus. Wohl eigentlich kann das hier am besten noch um einen Block erhöhen. Hier kann ich jetzt noch ein bisschen Erde herausgraben. Und hier ist wahrscheinlich. Moment, ich bin auf den ganzen Kranich nicht zurück. Weil ich kann jetzt auch ein Hammelfleisch essen, wenn mein Nahrungsleiste wieder voll wird. Und jetzt habe ich erstmal wieder eine zerborstene Schaufel. Vielleicht gibt hier noch einen erhöhen. Ich kann es sonst gleich auch später durch Treppen ersetzen. Also Holztreppen. Aber ich will erstmal später auch bei meinem normalen Let's Play normal, also noch mehr Häuser bauen. Oh, das ist Kohle. Kohle nehme ich gerne mit hier. Reicht wahrscheinlich auch für den Rest des Tages. Die Sonne geht unter. Ich glaube, es ist schon Tag 4, was ich hier habe. Ah, bei Schweine brauche ich ja Karotten. Ich muss erstmal gucken, wie ich an Karotten komme. Die werden ja als Rare Drop, also seltene Drops von Zombies her gedroppt. Weil Zombies droppen selten mal. Ich müsste ein Kaninchen. Den droppen keine Karotten, aber Kaninchen, die werden von Karotten natürlich gefüttert. Aber jetzt noch ein bisschen mehr Kohle. Weil dann kann ich mir noch ein paar mehr Fackeln herstellen.
Mach erstmal 16 Stück. Erstmal einen vollen 64er Klotz, also das Deck wieder voll. Ich kann auch nicht schlafen, aber ich will einfach lieber keine Monster haben, weil es ja schließlich Hardcore-Modus ist. Man sieht ja hier die roten Herzen. Dann könnte ich schon mal hier rohes Schweinefleisch. 4 Stück habe ich da schon mal. Ach, dann kann ich denn endlich schlafen. Da ist schon mal der Sichelmond. Jetzt kann ich schlafen. Wenn der Lichtlevel drauf, der Sky-Lichtlevel auf 7 runtergeht. Haben so viele Schweine. Ich will irgendwie noch ein paar Schweine töten. Aber so viele nur, dass ich dann auf 8 Pork-Chop-Dinger komme. Da sind 2 Schweine, oder wie ist das? Sieben. Oh, ich glaube, dann werde ich jetzt mal keine weiteren mehr töten. Weil 7, das reicht dann erstmal. Da sind noch genug Schweine, dass ich die notfalls züchten kann. Aber erst brauche ich ja noch Karotten. Rein damit und kann jetzt mal gebraten werden. Weil die droppen ja. Ich muss ja am besten noch irgendwie eine Mine graben. Das ist der Wassersee. Die hier sowieso keine Monster haben, deswegen ziehe ich hier nochmal ein paar Fackeln hin. Kann ich hier nicht mal ein bisschen runter. Dann immer mal bis auf Diamantebene zu kommen. Oh, das Gras. Ich sollte auch eine Schaufel heute anschaffen. Was mache ich denn nochmal neu? Eine Spitzhacke. Mache ich auch nochmal neu. Spitzhacke und Schaufel neu. Wieder Gras. Ja, schon erstmal an. Anscheinend ist das erstmal oberflächlich hier. Guck mal, wie lange ich schon im Aufnehmen bin. 12 Minuten, 57, 13 Minuten jetzt. Geht hier weiter runter. Noch mal diese Spitzhacke kaputt und dann werde ich erstmal oben bei den Samen weitermachen, dass ich die dann noch mal platziere und kommt so viel an die Sieht und das ist glaube ich alles an die Sieht, ja das ist alles an die Sieht, was ich hier auch grabe. Ich mache das einfach ein bisschen abwechslungsreicher, das ist dieses an die Sieht Granit Diorit. Gleich muss er die Erde Kies und Erzen unterirdisch vor. Stein ist ja alles dazwischen. Das sind alles so Vorkommen. Wenn man das zum Beispiel per Editor irgendwie so die ganzen Blöcke alle rausnimmt, außer zum Beispiel den ganzen Erz, zum Beispiel alles Kohle rausnimmt. Wo das nur alles Kohle zu sehen ist. Und jetzt wollte ich jetzt mal hier. Dieses Schweinefleisch ist fertig. Ich wollte ja auch irgendwann mal so machen, dass ich. Ja, da habe ich ja auch wieder 27 Stück. Das mit dem Treppen, dass ich auf der Erde noch oben drauf Treppen platziere aus Holz. Das ist hier, vor allem auch auf der Seite. Dafür brauche ich eigentlich noch mehr Erde. Und die Sonne ist jetzt mittags im Zenit. Aber irgendwie will ich das Feature einführen, dass es mal nach unterschiedlicher Breiten und
Breiten- und Längengraden geht hier. Wie viel brauche ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 brauche ich noch. Noch 20. Noch 19. 18. Dann werde ich nochmal die restlichen 18 Samen holen. Damit das Ding erstmal komplett zugewachsen ist. Man sieht, der Weizen funktioniert nicht. Ein Schwein. Ich habe jetzt ein paar Mal geklickt, aber das Schwein zeigt Weizen keine Reaktion. Höhlen sind hier auch einige. Das ist nicht verhöhlt. Hier ist eine schöne Ebene. Ein Ebene-Biom. Lauter Höhlen. Was sind das denn für orangene Blumen? Orange Tulpe, der kommt orange Farbstoff drauf. Dann natürlich erstmal. Was denken die denn? Hellgrauer Farbstoff. Das wollte ich ja maximal auf 18 holen. Und auch die ganzen Samen, die hier liegen, aufnehmen. Habe ich auch ein paar vergessen. Jetzt habe ich die Samen schon mal voll. Die Blumen will ich auch mal mitnehmen. Dass ich die dann vielleicht als Farbstoff verwenden kann. Die sind schwer mit der Hitbox hier. Jetzt habe ich sogar schon 19 Samen. Oh, hier ist ein kleiner Krater. Wo ich reingefallen bin, aber da ist eigentlich nichts Besonderes drin. Ich glaube, ich muss sonst immer mein großes Haus hier um die 50 Abos. Wenn ich 60 Abos habe, würde ich die 50 zu 60 umbauen. Sonst muss ich mein Minecraft Customer 3 auch nochmal danach, nach dem Muster weiterführen. Na, ich wollte erstmal noch die weiteren Samen platzieren, bevor der Tag auch wieder zu Ende geht. Und dieses Schwein sollte erstmal dann nicht hin. Weil es bestimmt 1, 2 Samen zu viel, die ich habe. Ein Samen zu viel. Sonst muss ich vielleicht hier unten drunter noch mal eine Ebene reingraben. Dazu würde ich erstmal mit der Schlitzhacke hier nochmal ein bisschen was machen. Hier. Und jetzt habe ich erstmal so genug, eigentlich eine gute, gut genug Nahrungsversorgung. Weil ich habe jetzt erstmal schon die ersten 3 Weizendinger ernten können. Aber da war einfach eine Wasserquelle im Berg und daraus habe ich hier so eine Weizenfarm hergestellt. Ohne jegliches Eisen so eine Farm herzustellen. Also, weil da einfach nur eine natürliche Wasserquelle war. Cobblestones habe ich also viel. Und sonst müsste ich da Steintreppen rausmachen. Ein Samen zu viel. Jetzt erstmal. Kommt auch erstmal in die Truhe rein, der dieses ganze Pflanzengedöns. Türen brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Anschließend, das so brauche ich alles gar nicht. Ach, diese Sticks, Holz nicht mit. Sand brauche ich nicht. Die kann ich daraus einsteck machen jetzt. Und was kann ich jetzt noch? Schwert habe ich natürlich dabei. Noch mit guten Durability. Und aus dem Weizen kann ich ein Brot herstellen. Damit ich nämlich das Achievement Backe Brot bekomme. Da habe ich nämlich noch zusätzlich ein bisschen mehr Nahrung. Und jetzt sind die ganzen Samen da. Oh, Eisen. Dann kann ich schon mal Gold und Diamant und Redstone abbauen, wenn ich daraus sogar ein 8er vorkommen. 9er vorkommen. Ein ziemlich großes Vorkommen, weil es aus 9 Eisen besteht. Meistens bestehen die maximal noch auf 8. Also ich habe jetzt halt keine Gold- oder Redstone-Vorkommen größer als 8 gefunden. Aber Eisen geht ja bis 11 hoch. Fackeln habe ich einfach noch genug. Naja, diesen 64er-Stack noch voll gehabt.
da habe ich mich jetzt mal runter. Ich bin jetzt auf Höhe 50 angekommen. Besser kann eigentlich Hardcore Let's Plays nicht beginnen. Wenn ich jetzt im zweiten Teil bin und schon jetzt bei 20 Minuten, habe ich insgesamt 50 Minuten in der Welt gespielt. Gerade mal ein bisschen weiter runter jetzt schon mit Kies vorkommen. Ganz oben runter graben. Eisen nehmen wir natürlich wieder mit. Ein Vierer vorkommen. Ja, ich messe noch so weit. Eine Höhle. Gehe da erstmal nicht rein. Ich werde dadurch dann Part beenden, wenn ich eigentlich erst, wenn ich hier oben angekommen bin. Das spawnen natürlich oben Skelette und das wird natürlich oben wahrscheinlich auch schon der Nacht geworden sein, dass da auch schon wieder ein paar Monster gespawnt sind. Da draußen ist schon Nacht geworden. Also muss ich erstmal schlafen und dann mit dem Part wenden. Bis dann. Und hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt ihn mit Liken und Teilen, eventuell favorisieren und wenn es euch gut gefallen hat, sogar abonnieren.